Jetzt hören wir rein in die Rede von Wladimir Putin. Liebe Kriegsveteranen, Soldaten und Matrosen, Sergeants und Hauptmänner, Offiziere, Generäle und Admirale, unsere Helden der militärischen Sonderoperation. Ich gratuliere Ihnen zu dem Tag des Sieges, zu unserem Hauptfeiertag, an dem wir unsere Vorfahren, unsere Väter und Großväter ehren, die unser Vaterland verteidigten und die Völker Europas befreiten, die an den Höhepunkt in ihrem militärischen und Hinterlandwerk gelangt sind. Heute sehen wir, wie man die Wahrheit zu verzerren sucht von denjenigen, die ihre Kolonialpolitik basierend auf Lügen und Heuchlerei aufbauend ausbreiten. Sie reißen Denkmäler ab. Sie setzen Kollaborateure von Hitler an die Macht. Sie durchstreichen die Tapferkeit und die Tollkühn unserer Helden und versuchen zu erreichen, dass diese Opfer in Vergessenheit geraten. Sie verzerren und umschreiben die Geschichte, die rechtfertigen die Mitläufer und Kollaborateure des Nazismus. Sie versuchen, weitere regionale Konflikte anzuzetteln. Sie versuchen, religiöse und nationale Gegensätze auszuspielen. Sie beanspruchen die Weltherrschaft. Wir sind gegen jegliche Allianz, die diese Weltherrschaft anstrebt. Russland wird alles dafür tun, dass es keinen globalen Krieg oder Auseinandersetzung gibt, aber wir lassen es nicht zu, dass man uns bedroht. Unsere strategischen Streitkräfte sind immer in voller Bereitschaft. Im Westen möchte man die Folgen des Zweiten Weltkrieges vergessen. Wir wissen aber, dass das Schicksal der Menschheit in den großen Schlachten bei Moskau und Leningrad, Rzew und Stalingrad, Kursk und Kharkiv entschieden wurde, bei Minsk und Smolensk und Kiew. In schweren, blutigen Kämpfen von Murmansk bis zum Kaukasus und der Krim. Die ersten schwierigsten Jahre des großen Vaterländischen Krieges hat die Sowjetunion, alle die Sowjetrepubliken gegen Nazi-Deutschland gekämpft, alleine.